Moin Leute, da bin ich wieder, der Patrick hier von Airsoft Tricks und ich mache dieses Video hier, um meinen neuen Kanal vorzustellen. Auf diesem Kanal wird es völlig neue Sachen geben, die ihr noch nie gesehen habt und ich wollte mal was völlig Neues probieren. Daher mache ich heute ein Review von meiner Glock 18. Ich weiß, jetzt werden gleich schon die ersten meckern hier. Mensch, zeig mir mal mein Gesicht, sei doch mal stolz auf deinen Sport. Aber tut mir leid, mein Stativ ist eingeklemmt. Ich kann euch mein Gesicht natürlich trotzdem gerne mal zeigen. Ja, so sehe ich aus. Hallo. So, ich stelle euch heute meine Glock 18 vor. Fangen wir mit dem Wichtigsten an, bevor wir dann zum Schusstest kommen, gleich danach. Das ist nämlich die Verpackung. Geliefert wird das Ganze in diesem Karton. Ich blende euch jetzt nochmal kurz hier rechts ein die Daten von dem Ding. Wenn ihr den öffnet, kommt dann gleich zum Wichtigsten. Das ist nämlich das Zeug, was da mitgeliefert wird. Das ist sehr freundlich, dass sie das mitliefern. So, kann man hier, Moment, ich zoome da nochmal ran. Genau, so. Das ist nämlich ganz normales Styropor. Das Aufheben nicht wegschmeißen, das kann man immer für irgendwas verwenden. So, dann zum Visier. Mitgeliefert wird dieses Visier hier. Ich kann mal kurz gucken. Das hat eine Vergrößerung von... Oh, da müsste ich jetzt nochmal googeln. Das, keine Ahnung. Nee, auf jeden Fall, ja, 3 minus 9 mal 40 steht da drauf. So, also dieses mitgelieferte Visier hier. Und natürlich ein Ersatzmagazin in Hülle. Was leider nicht kompatibel ist. Deswegen brauchen wir das auch nicht. So, die Pistole kostet übrigens 55 Euro. Und bei so einem Preis wird natürlich auch gleich die Backup-Waffe mitgeliefert. Ist in dem Fall nur eine Pumpgun. Genau, so sieht die Ganze aus. Und die Pistole brauchen wir auch gar nicht mehr. Kommen wir nun zum Schusstest. Den Schusstest konnte ich leider nicht machen, da ich jetzt keine Zeit mehr habe, da ich ganz schnell los muss. Aber ich wollte euch unbedingt dieses Review hier noch abliefern. Denn ich habe gerade im ASVZ gelesen, da hat noch jemand ein Review gemacht. Und wenn man da mal so guckt ins ASVZ, da gibt es eigentlich viel zu wenig Reviews zu dieser Waffe. Da habe ich mir gedacht, da mache ich nochmal mein eigenes. Denn ich hatte die auch mal kurz in der Hand. Und ja, an dieser Stelle wollte ich jeden dazu auffordern, hier im ASVZ auch noch ein Review zu dieser Waffe zu machen. Und wie das geht, das zeige ich euch ganz einfach jetzt in 5 Schritten. Dazu braucht ihr die Waffe nicht mal selber. Es reicht, wenn ihr euch ein paar Reviews von anderen anguckt und Teile davon dann einfach übernehmt. Grundkenntnisse braucht ihr überhaupt keine. Das ist scheißegal, das ist dem Zuschauer sowieso scheißegal. Der will eigentlich nur das Bild sehen. Da könnt ihr erzählen hier, was ihr wollt. Da könnt ihr sagen, das Ding da. Und wenn ihr mal nicht wisst, was ihr sagen wollt, dann sagt einfach, dann benutzt so Lückenwörter, schreibt euch die vorher auf hier, auf so einen kleinen Zettel. Ich habe mir das jetzt mal hier aufgeschrieben, so, dann sagt ihr, naja, ja, damit könnt ihr das ganze Video nochmal richtig aufpeppen. Und wie ihr das Ganze postet, zeige ich euch jetzt. Da gibt es hier im ASVZ einen schönen Button, da klickt ihr dann auf Video hochladen. Dann werdet ihr gefragt nach einem Link, da müsst ihr einfach nur beweisen, dass ihr keine totalen Idioten seid, da schreibt ihr irgendwas rein. Ich schreibe jetzt mal www.google.de hier rein. So, klicken wir ganz auf Absenden, sind wir auch schon auf der nächsten Seite, da seht ihr euer Video und müsst ihr hier noch eine Kategorie für auswählen. Klar, was nehmen wir da? G18 Reviews, genau so. Der Titel ist eigentlich scheißegal, Hauptsache die Leute haben irgendwas, wo sie mit dem Mauszeiger raufklicken können, das heißt, da könnt ihr irgendeinen Scheiß schreiben. Videobeschreibung liest sich sowieso kein Schwein durch, deswegen macht euch jetzt gar nicht die Mühe. Zum Aufnehmen. Ich würde euch auf keinen Fall empfehlen, mit einer Kartoffel aufzunehmen, wie ich euch jetzt gleich zeige. Ich benutze dazu dieses Ding hier. So, gucken wir mal rein, werfen wir einen Blick hier mit dem Messer aufgeschnitten. Im Gegensatz zu Kartoffel ist hier nämlich ein besserer Photoshop eingebaut worden und damit kann man schon fast HD aufnehmen. Dies war mein Review zur Glock 18, welche ich leider nicht besitze. Es wäre aber ohnehin unnötig gewesen, sie noch einmal im Video zu zeigen, da ihr hier im ASVZ ja fast jeden Tag ein Review zu Gesicht bekommt, indem ihr sie euch gerne noch einmal ansehen könnt. Da ich auch eine Cam besitze, wollte ich euch mal eben schnell meine eigene Fassung davon zeigen, denn es ist viel einfacher, ein zuvor gepostetes Video nachzumachen, als selbst eins zu erstellen. Aber ich wollte euch unbedingt zeigen, dass ich auch eine Cam besitze und seit gestern Abend sogar weiß, wie man sie einschaltet. Bitte entnehmt die technischen Daten der Videos davor. Wenn ihr das Video super gut fandet, dann gebt dem Ding einen Daumen hoch. Wenn ihr es schlecht fandet, gebt dem Ding auch einen Daumen hoch, denn ich will so viele Klicks wie möglich. Und kommentiert, denn dann wird es auf der YouTube-Startseite angezeigt, dann bekomme ich noch mehr Klicks. Ja, abonniert mich auf jeden Fall. Es werden sowieso keine Videos folgen, aber abonnieren könnt ihr mich auf jeden Fall. Das ist eine super schicke Sache. Klickt hier auf Abonnieren. Und man trifft sich.